Hallo meine Lieben, zu einer neuen Rezension. Ja, immer noch in derselben Klamotte wie im letzten Video wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie ich sie hochlade, aber wie gesagt, das Wetter passt heute wieder, ich habe Zeit. Deswegen drehe ich ein paar Videos. Ja, heute geht es um Alice Coopers Sehen wir uns morgen aus dem Fischer Verlag. Es kostete 7,95 und hat, lasst mich schwindeln, also ich muss mir die Seitenzahl, 233. Ja, sieht so aus. Ich weiß nicht, es werden sicher viele schon kennen, dieses Buch. Das ist, glaube ich, schon, also ich habe mir jetzt keine Rezension bevor angeguckt. Ich glaube aber, dass es schon hier und da schon rezensiert wurde. In diesem Buch geht es um die 15-jährige Claire und ihre Mutter. Ihre Mutter ist Kinderärztin im Krankenhaus und arbeitet im Schichtdienst und dementsprechend sehen sich die zwei sehr, sehr selten und schreiben sich demnach immer Briefe, die sie an den Kühlschrank heften. Das können ja, Einkaufslisten sein, kurze Mitteilungen, Verabredungen, ja, oder wenn jemand angerufen hat, solche Sachen werden dann an den Pin, an den Kühlschrank gepinnt und jeder guckt immer, wenn er heimkommt, zuallererst ist eine Nachricht da. Entschuldigung. Ja, fand ich anfangs etwas irritierend, muss ich ganz ehrlich zugeben. Im Laufe des Buches werden die Geschichten bzw. die Zettel immer länger, da es einen Schicksalsschlag gegeben hat in der Familie, welchen müsst ihr natürlich selber herausfinden. Und damit schließe ich auch die Inhaltsangabe ab, da es nicht wirklich viel mehr zu sagen gibt in dem Inhalt für, oder für den Inhalt. Es ist relativ schwer zu rezensieren. Ich werde euch gleich zeigen, warum. Es ist in diesem Buch nicht wirklich viel Text. Ja, es ist eine Story. Ich habe das Buch, bin durch das Buch aufmerksam geworden, durch eine Frage bei Facebook nach so ja, Büchern wie eben Daniel Glattauers Gut gegen Nordwind und so solche Sachen eben. Hat mich einfach wahnsinnig interessiert, eben diese Schreibweise. Fand ich ganz nett für zwischendurch mal zu lesen. Und ich glaube, Karin von The Fiedlers hat mir dieses Buch dann empfohlen. Und ich habe es mir dann auch gekauft. Und es hat mir gut gefallen. Also davon mal abgesehen. Ich bin ehrlich gesagt nicht der Fan von Zettelschreiberei. Und ich fand es auch sehr schade, dass wirklich die Mutter von Claire sehr, 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 sehr wenig Zeit für ihre Tochter hat. Das hat mich so an manchen Minuten etwas aufgeregt, dass die sich tatsächlich so überhaupt gar nicht treffen. Also entweder ist Claire nicht da gewesen, ihre Mutter nicht da gewesen. Ich denke, wenn man gerade in solcher Arbeit ist als Ärztin in einem Krankenhaus, dann auch noch auf der Entbindungsstation, sollte man sich doch eventuell hin und wieder die Zeit nehmen, sich wenigstens mal 2 Stunden am Abend oder morgens oder mittags oder nachmittags zu treffen, um miteinander zu reden. Es sind sehr viele Missverständnisse durch diese Zettel auch aufgekommen, wo ich mir dann dachte, es hätte nicht sein müssen. Ich zeige euch jetzt mal, wie dieses Buch aufgebaut ist. Und zwar, wie ihr sehen könnt, ist das hier quasi der Grundriss des Kühlschrankes und dann sind eben hier immer diese kurzen Texte. Und wie ihr sehen könnt, es ist nicht wirklich viel zu lesen. Ich hatte das Buch, glaube ich, in einer Stunde oder einer halben Stunde durchgelesen, weil ihr, wie ihr sehen könnt, einfach nicht wirklich viel Text da ist, der gelesen werden möchte. Nichtsdestotrotz ist es ein schönes Buch. Dieser Schicksalsschlag, den die Familie dann ereilt, hat mich sehr, sehr traurig gemacht, weil auch ich eine, wie Claire auch mit ihrer Mutter, eine sehr enge Beziehung hat. Und die habe ich mit meiner Mutter auch. Und wenn ich mir vorstellen würde, sowas meiner Mutter, also sowas würde meiner Mutter widerfahren, ich glaube, da würde ich schon etwas, ja, ähnlich vielleicht denken wie Claire. Also es ist mir schon sehr unter die Haut gegangen. Ich fand das jetzt nicht wahnsinnig traurig. Also so die letzten, für die Leute, die das Buch gelesen haben, die letzten Briefe finde ich dann schon sehr herzergreifend. Da sind mir auch ein paar Tränchen geflossen. Müsst ihr natürlich selber rausfinden, um was es da jetzt genau gegangen ist. Wie gesagt, es ist ein Buch für zwischendurch, keine hochtrabende Lektüre. Sie ist recht schnell gelesen, dennoch geht sie ans Herz. Und ich kann die Empfehlung auch wirklich nur weitergeben für jedermann, der das gerne lesen möchte. Es geht ans Herz. Es ist ein, ja, ich sag mal, ein Buch für jedes Alter. Cecilia Ahern hat dazu geschrieben, eine ganze Welt hinter den Zeilen, wunderschön. Ist auch so, also ich habe wirklich viel in diesen kleinen Zettelbotschaften miterlebt, an Gefühl und an, ja, an, ja, Gefühl einfach. Ich fand es schön, es hat mich jetzt wie gesagt nicht total vom Hocker gerissen, aber ich habe doch ein paar Tränchen verdrückt. Es war was Nettes für zwischendurch und ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Rezension weiterhelfen. Vielleicht wolltet ihr euch das Buch mal anschauen, dann werde ich das unten in die Infobox verlinken, wie immer.
Wenn ich noch andere Rezensionen dazu finde, werde ich die ebenfalls in die Infobox verlinken. Und ja, wünsche euch jetzt einfach einen wunderschönen Tag und bis die Tage. Tschüss!